Hallo zu den dieswöchigen Wien-TV-Nachrichten. Ich bin die Carrie. Und ich bin die Birgit. Am Samstag fand im WUK die Shirty to Wear is Not Enough T-Shirt-Messe statt. Wie bereits angekündigt, gab es diesmal zum ersten Mal, abgesehen von insgesamt 45 trendigen Shirts junger heimischer Labels, den Fair Fashion Corner, der von der Sicherheitsnadel und Fashion Marshall organisiert wurde. Zudem wurde über biofaire Mode und die menschenunwürdigen Schattenseiten der konventionellen Modewelt informiert. Andere DIY-Highlights waren beispielsweise Live-Siebdruckaktionen und der Pimp My Shirt-Stand, wo das Gwand-Leichen-Team live vor Ort ihr Upcycling-Talent unter Beweis stellte. Am Samstag, den 7.9., wird eine Mutter mit ihrer unter Schmerzen leidenden Tochter ins Wiener AKH gebracht. Die beiden sind aus Tschetschenien geflohen und wollten in Österreich einen Asylantrag stellen. Dazu ist es aber erst gar nicht gekommen, denn die Spitalskräfte riefen sogleich die Polizei, die dann auch kam und die Mutter mitnahmen. Die Tochter musste verängstigt alleine zurückbleiben. Julia Rabinowitsch hat diesen Vorfall beobachtet. Ihr Gedächtnisprotokoll findet ihr unter unten eingeblendetem Link. Seit kurzem ist ein Teilstück der Maria-Hilfer-Straße zu einer sogenannten Begegnungszone umfunktioniert worden. Die Grünen stehen hinter dem Projekt, ansonsten hagelt es von vielen Seiten Kritik. Die FPÖ zum Beispiel hat vergangenen Freitag eine Protestkundgebung auf der Maria-Hilfer-Straße abgehalten. Sorgen. Wer zufrieden ist mit dem jetzigen System, soll sich für Rot, Grün oder Schwarz entscheiden. Aber es gibt uns als freiheitliche Partei und dieses eine Recht nehmen wir uns in aller Deutlichkeit heraus. Es gibt uns als freiheitliche Partei, die diesem System den Fädehandschuh ins Gesicht werfen wollen. Es gibt uns als freiheitliche Partei, die wir uns selbst als Gegenpol, als Antithese zu diesem System verstehen wollen. 4 von 5, und ich zitiere die österreichische Innenministerin, und ich zitiere die offiziellen Statistiken des österreichischen Innenministeriums, 4 von 5 sind Asylbetrüger. 4 von 5 haben entweder keinen Grund, der Asyl rechtfertigt, geben einen falschen Namen an, geben ein falsches Geburtsdatum an, geben falsche Identitäten an oder kommen nur hierher mit dem Ziel, in kriminelle Organisationen im Bereich Drogenhandel oder Prostitution einzusickern. Das sind keine Erfindungen von uns, aber man muss es sagen dürfen, wie der Zustand hier in Wien und auch in Österreich der Fall ist. Und da werden wir uns nicht verschweigen. Und was wir Wienerinnen und Wiener heute erleiden müssen seit 2 Jahren, ist eine Belastungswelle nach der anderen, eine Gebührenerhöhung nach der anderen, Heizkostenzuschüsse, die für die Ärmsten der Armen im Winter gestrichen worden sind, die sich heute das Heizen nicht mehr leisten können, indem man über die Bürger drüber fährt im Bereich des Parkpickels und der Parkpickel-Erweiterung und nichts von direkter Demokratie und Bürgermitsprache zugelassen hat. Und endlich hier, auch auf der Maria-Hilfer-Straße, wo man jetzt ohne eine Bürgereinbindung, ohne direkter demokratischer Mitentscheidung der Bürger, wieder über die Bezirksbevölkerung drüber fährt. Und da kann man nicht den Herrn Häupl als Bürgermeister ausnehmen. Das ist eine Entscheidung von Häupl und Wasilako. Und die haben das beide beschlossen. Und beide sind auch dafür verantwortlich zu machen. Am 8. September zeigten sich Menschen aus Österreich mit den russischen trans- und homosexuellen Personen solidarisch. Denn seit 2013 gibt es ein Gesetz, das die Propaganda von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen in Anwesenheit von Minderjährigen unter Strafe stellt. Obwohl es schon seit längerem internationale Proteste gegen die diskriminierenden Gesetze in Russland gibt, wurden diese weiter verschärft. Die Fotos vom Kiss-In vor der russischen Botschaft kommen von Screaming Birds. In Istanbul sorgte vor kurzem eine kreative Kettenreaktion für Aufsehen. Weil ein pensionierter Ingenieur eine graue Treppe in der Stadt in den Farben des Regenbogens strich, befürchteten die Behörden, dass diese Aktion als Symbol für homosexuellen Rechte oder Solidarität mit den Gezi-Protesten verstanden werden könnte. Die Treppen wurden grau übermalt. Durch die Verbreitung dieser Aktion über Social-Media-Netzwerke wurden viele der Treppen der Stadt nachher erst recht wieder bunt gestrichen. Fotos dieser kreativen Form des Widerstands und der Aneignung von Stadt von der Zivilgesellschaft seht ihr eingeblendet. Am Samstag fanden in Berlin und Wien Demonstrationen unter dem Motto Freiheit statt Angst statt. Obwohl wir dank Edward Snowden seit einigen Wochen fast täglich von neuen Überwachungsprogrammen der NSA erfahren und der Protest von den Grünen, der KPÖ, der Piraten und den Neos unterstützt wurde, war die Beteiligung in Wien eher bescheiden.
Am Sonntag spazierten die Freunde der Architekturfotografie zu einer Villa in Wien-Pötzlensdorf, in der sich angeblich ein Lauschposten der NSA befinden soll. Wir sind gespannt, ob eine sogenannte freiwillige Nachschau stattfinden wird, wie das unsere Polizeibehörden auch beim Präsidentenflugzeug von Evo Morales gemacht haben. Vergangenes Wochenende fanden in mehreren Städten Rumäniens Proteste gegen das Goldabbauprojekt in Roșia Montană statt. Bereits die Römer haben die ersten Stollen in die Berge gegraben. Jetzt sollen die ältesten Siedlungen Rumäniens einem Tagbauprojekt weichen. In den kommenden Jahrzehnten sollen ganze Berge abgetragen, so Sand zermahlen und mit Cyanidlauge ausgeschwemmt werden. Anschließend soll mit dem hochgiftigen Schlamm das daneben gelegene Tal befüllt werden. Die Menschen, die jetzt in diesem Tal wohnen, werden dazu gezwungen, in Reihenhaussiedlungen zu ziehen. Viele der Betroffenen betreiben aber eine Landwirtschaft und werden durch diese Maßnahme in den existenziellen Ruin getrieben. Die Birgit war letzten Freitag für uns bei einer Demo gegen das Roșia Montană-Vorhaben vor der rumänischen Botschaft in Wien. Gegen die Ausbeutung von Roșia Montană zu protestieren. Da gibt es die Gold Corporation, eine kanadische Gold Mining Company, die versucht seit 15 Jahren schon Roșia Montană auf Gold auszubeuten. Das Gefährliche daran ist, dass sie Cyanid in den Boden dafür pumpen müssen. Und nebenbei hat die rumänische Regierung schon einen Gesetzentwurf gemacht, der es dieser Firma erlaubt, die Leute, die dort wohnen, zu deloschieren. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute es sind, aber es sind sicher über 200. Und genau, dazu sind wir halt da dagegen, wir müssen gegen diese Störung von Roșia Montană. Wie an jedem Freitag, den 13., gibt es auch diesen Freitag wieder politische, sozialkritische und künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum. Die Augustin Leute flashmobben zum Beispiel gegen die Privatisierung des Otto-Wagner-Spitals um 11 Uhr am Haupteingang des Krankenhauses. Blockupy goes F13 um 13 Uhr am Schwedenplatz. Dort soll über Krisenakteurinnen informiert werden. Ab 15 Uhr gibt es ein subversives Straßenfest der Kantine Asozial im und ums Einbaumöbel. Eine F13-Grillerei gibt es ab 14 Uhr beim Augustin zum Füllen der krisengeschüttelten Bäuche für F13-Fans und Aktivistinnen. Hof des Augustins in der Reinbrechtsdorfer Straße 31 im 5. Bezirk. Alle Infos findet ihr unter www.f13.at. Von 13. bis 15.09. findet das Buskas Festival der Straßenkünstlerinnen in Wien statt. Alle Infos findet ihr unter www.buskaswien.at.
Am 13.09. findet im Servitenkloster ein Filmscreening statt. Gezeigt wird der Prozess von Igor Hauzenberger. Er und Betroffene der Repression werden auch vor Ort sein. Am Montag, dem 16. September um 19 Uhr heißt es im Kosmos Theater 40 Jahre feministische Bündnisse. Eine Retrospektive, Analyse der Gegenwart und Blick auf die Zukunft. Dort gibt es Erzählungen und Diskussionen mit Akteurinnen aus 40 Jahre neue Frauenbewegung. Die Wien-Woche steht jetzt übrigens wirklich vor der Tür. Am Donnerstag, den 12.09. geht's los. Und wie schon letzte Woche erwähnt, wird wientv.org die gesamte Wien-Woche, also alle spannenden 15 Projekte, dokumentarisch begleiten. Den Anfang machen Wahlwechsel. Am 12.09. um 18.30 Uhr mit der Podiumsdiskussion zum Thema »Das System deiner Träume, Demokratie, jede Stimme zählt?« im Kunstsozialraum der Brunnenpassage. Und am Badeschiff findet ab 21 Uhr die Wien-Wochen-Opening-Party, hosted by Deliberation, statt. Das ganze Programm und weitere Infos findet ihr unter www.wienwoche.org. Und jetzt wollen wir euch noch ein Projekt der Wien-Woche vorstellen, und zwar Die Gedanken sind frei. Worum es darum dabei geht, seht ihr im nächsten Clip. Roma in Europa existieren nach wie vor. Lebensbedrohliche Verhältnisse sind für Roma in Europa bis heute allgegenwärtig. Die Diskriminierung wird aber nur wenig wahrgenommen, beziehungsweise zunehmend als normal betrachtet. Noch immer werden rassistische und anti-romaistische Begriffe, Slogans und Symbole von Zigeunerblut bis hin zu Nazi-Parolen gegen Roma verwendet und ohne Konsequenzen propagiert. Der Flohmarkt in der Neubaugasse ist Schauplatz der Integration von Roma-Kombinaten. Mit diesen unterschiedlichen Medien und Materialien, darunter Postkarten und Plakate, Aufkleber, T-Shirts, Kataloge, CDs, DVDs und diverse Wortspenden, konfrontieren sie die Besucher und Besucherinnen mit Rassismus gegen Roma sowie die Geschichte ihrer Verfolgung. Was passiert eigentlich nach einer Abschiebung? Falls euch dieses Thema interessiert, kommt am 17.09. ins Schikaneder-Kino. Dort findet nämlich die Filmpremiere von Dasein statt. So, das war's auch wieder von dieser Woche. Mit den Wintervernachrichten. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao, Papa.